Ja. Geht's? Jetzt. Schönen Tag, guten Tag von meiner Seite. Mein Name ist Marc Schieritz. Ich arbeite eigentlich hauptberuflich bei der Zeit und freue mich jetzt hier dieses letzte Panel moderieren zu können, indem wir, glaube ich, die Idee auch ist, ein paar der Dinge, die diskutiert wurden, zusammenzubringen und sagen, politisch und organisatorisch abzuklopfen und zu schauen, wie weit wir kommen. Die Idee ist, das keine langen Eingangsstatements zu halten, sondern gleich sozusagen mit den Themen zu beginnen. Trotzdem würde ich ganz gern kurz die Runde vorstellen. Ich fange einfach der Reihe nach an. Martin Werding von der Ruhr-Universität in Bochum und seit ein paar Wochen erst neu im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung oder, wie man es auch kurz sagen kann, bei den Wirtschaftsweisen. Schauen wir mal, wie weise das dann auch noch alles ist, was Sie in Ihrem ersten Gutachten rausbringen. Ist nicht, was Sie heute sagen, das ist bestimmt sehr weise, aber es kommt ja auch im November, glaube ich, kommt Ihr Erstlingswerk dann heraus. Ne? Genau. Martin Werding. Dann Markus Kurt haben wir von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und dort der Sprecher für Rentenpolitik. Neben ihm sitzt Gunnar der Rosbach von der Deutschen Rentenversicherung Bund, wie es korrekt heißt. Auch Ihnen herzlich willkommen. Und Frank Nullmeier von der Universität Bremen hat sich schon vielfach zum Thema Rente und Alterung der Gesellschaft geäußert. Die Idee ist ein bisschen, diese Runde in zwei Abschnitte zu gliedern und im ersten Abschnitt sich mit der Situation der Alten oder der Menschen in den dritten, vierten Lebensabschnitt, wie auch immer nennen will, zu befassen und dann im zweiten Punkt sozusagen auf die künftigen Rentner und die Sicherung des Rentensystems zu blicken. Und ich würde vielleicht ganz gerne beginnen. Fangen einfach mit Ihnen an, Herr Werding, und dann so reihum. Oder es kann auch, soll jeder reden und einfach, es soll möglichst bunt und lebendig werden, es geht. Also sozusagen mit einer Situationsbeschreibung, materiellen Situationsbeschreibung, Altersarmut. Ist eines der großen Probleme. Wie sehen Sie das? Also hat das bei der jetzigen Rentnergeneration sozusagen zugenommen? Wie stellt sich die Lage dar? Ja, einen schönen guten Abend oder guten Tag, kann man vielleicht noch sagen. Sie lenken jetzt gleich den Blick auf Altersarmut als ein sicherlich großes Problem dort, wo es existiert. Wenn wir an die Einkommenssituation, die sonstige Lebenssituation von älteren Menschen in Deutschland denken, prägt Altersarmut aber bisher definitiv nicht das Bild. Wenn wir über die Zukunft reden, da müssten ein paar Weichenstellungen passieren, damit wir vermeiden, dass sich das Problem ausweitet. Wir haben unter den älteren Menschen, ja, je nachdem, wie man Armut definiert, da fängt es ja schon an, Anteile, wenn wir also Bezug von Grundsicherungsleistungen im Alter hernehmen, die momentan noch relativ gering erscheinen, 4%, glaube ich, ist so der aktuellste Wert, der sich da beobachten lässt. Es gibt Definitionen von Armutsrisiken, so muss man da eigentlich korrekt sagen. Die Journalisten machen meist Armut draus, die das ein bisschen weiter abgrenzen, Einkommensverteilung genauer analysieren, da den Median suchen, vorher Bedarfsgewichten, weil das Einkommen natürlich immer auf die Haushaltsgröße bezogen werden muss. Und dann sagen, wer 60% und weniger als das bedarfsgewichtete Medianeinkommen hat, Median ist eine Art Mittelwert, der genau die Mitte der jeweiligen Verteilung hernimmt, solche Menschen sind im Armutsrisiko. Und da sind die Rentner mittlerweile tatsächlich, früher waren sie besser dran als der Bevölkerungsdurchschnitt, ungefähr beim Bevölkerungsdurchschnitt angelangt. Das sind so, Herr Kurt nickt, 17, 18%. Das sind hohe Zahlen. Wobei dort dann natürlich ja, die genaue Definition, die Frage, wie berechnet man bedarfsgewichtete Durchschnitte und so schon gewisse Unschärfen erzeugen. Ein Gebiet, auf dem ich auch mal geforscht habe. Also ich finde die Situation offen gestanden nicht dramatisch, aber man muss natürlich immer auch auf diese Betroffenen dann schauen und gucken, wie man ihnen politisch zur Hilfe kommen kann. Wir tun das in Deutschland immer mit großem rhetorischen Gestus. Die Grundrente, die jetzt eingeführt wurde, wurde mal eingeführt als Mittel gegen Altersarmut. Als dann der letzte Gesetzentwurf in den Bundestag ging, hat der Normenkontrollrat moniert, dass man dieses Ziel zwischenzeitlich komplett aus den Augen verloren hat. Das heißt also, das, was da getan wurde, um niedrige Renten aufzustocken, geht an den armutsgefährdeten Rentnerinnen und Rentnern ein Stück weit vorbei. Was wir haben, sind andere Instrumente, Wohngeld, sind Grundsicherung im Alter. Und auch da kann man sich im Grunde vorstellen, in der Reformdiskussion spielte das immer eine Rolle, dass man da mehr Rücksicht nimmt auf Personen, die eine gewisse Altersvorsorge, gerade auch aus der gesetzlichen Rentenversicherung haben und dafür sorgen, dass es denen etwas besser geht. Also da gibt es viel zu tun und die Politik redet da gern drüber, aber so richtig gemacht hat sie in den letzten Jahren da aus meiner Sicht noch nicht genug.
Markus Gurt, warum macht denn die Politik so wenig oder hat so wenig gemacht? Sie sind ja auch die Politik. Ja, muss ich aber dazu sagen, die Politik in dem Sinne gibt es ja eigentlich gar nicht, sondern bekanntermaßen waren zum Beispiel wir als Grüne ja jetzt bis zum Dezember letzten Jahres in der Opposition. Also gibt es schon noch unterschiedliche Dinge. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass gar nichts gemacht worden ist. Es gibt Teilbereiche, wo Versuche unternommen worden sind, die noch nicht so richtig durchgeschlagen haben. Ich erinnere an das Betriebsrentenstärkungsgesetz. Es ist so, dass jetzt die neue Ampelkoalition etwas gemacht hat für die ErwerbsminderungsrentnerInnen, die ja ein deutliches Armutsrisiko haben an dieser Stelle. Und das werden wir auch noch jetzt ausbauen, indem wir zum Beispiel Zuverdienstmöglichkeiten auch für ErwerbsminderungsrentnerInnen ausbauen. Denn entgegen der landläufigen Vorstellung, wer voll erwerbsgemindert ist, kann gar nichts mehr machen, gibt es da eben doch eine ganze Reihe von Personen, gerade die aufgrund psychischer Erkrankungen in die Erwerbsminderungsrente gerutscht sind, die in einem gewissen Umfang auch noch auf Basis geringfügiger Beschäftigung beispielsweise sich was dazu verdienen können, was bei den Rentenhöhen, von denen wir dort reden, dann auch schon ordentlich was ausmacht. Ich kann im Prinzip allem, was Herr Werding jetzt hier an Fakten beschrieben hat, nur zustimmen, möchte aber noch mal ergänzen, dass bei der Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung beispielsweise gar nicht die langjährigen Rentenzahlerinnen und Rentenzahler den Bestand bestimmen, sondern eben Personen, die entweder gar nicht in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt haben, weil sie zum Beispiel selbstständig waren, oder auch nur wenige Jahre dort eingezahlt haben, weil sie sich nach ein paar Jahren abhängiger Beschäftigung selbstständig gemacht haben, kleine Selbstständigkeiten, dann möglicherweise oder wahrscheinlich sogar eine Insolvenz gegenwärtigen mussten und die dann deswegen in der Grundsicherung sind. Und man wird sehen, wie sich die Grundrente entfaltet. Die ist ja eigentlich nach dem Narrativ geschaffen worden, zu sagen, wer viele Jahrzehnte versichert war, in der GRV, der soll aber auf jeden Fall oder die soll auf jeden Fall eine Rente haben, die spürbar oberhalb der Grundsicherung liegt an dieser Stelle. Und in der Tat ist die Frage, wie wird sich das jetzt weiterentwickeln? Also wir haben in der Tat einen Aufwuchs von Anfang der Nullerjahre, ich glaube 11% war die Armutsrisikoquote jetzt auf roundabout 17%. Das heißt also, die Rentenzugänge, das sind ja jetzt zunehmend die Jahrgänge, die dann im Verlauf ihres Erwerbslebens auch schon Brüche, Phasen von Arbeitslosigkeit oder Beschäftigung im Niedriglohnsektor hatten, also sozusagen das klassische korporatistische Arrangement, das in den 60er, 70er Jahren seine Blüte hatte und sich auch in entsprechenden Sozialversicherungsbiografien niederschlägt, das erodierte dann ja nach und nach und das eben mit Zeitverzögerung kommt jetzt in der Rentenversicherung oder bei den Rentnerinnen und Rentnern an und wird auch noch klar zunehmen, sodass wir verschiedene Stellschrauben da im Blick haben müssen. Es gibt nicht nur die eine, um das Risiko weitgehend wieder einzudämmen, aber da kommen wir, glaube ich, nachher noch drauf. Ich will jetzt hier nicht zu lange machen, es sei denn, Sie haben noch ein Auskunftsbedürfnis. Ja, wir reden ja weiter. Frau Rosbach, wie ist, also die Grundrente ist ja, war ja ein Versuch, sozusagen das Rentensystem dergestalt zu verändern, dass man für Bezieher niedrigere Renten was tut. Würden Sie das, also diesen Ansatz als gelungen betrachten und sollte man das weiterverfolgen oder sind andere Instrumente sinnvoll? Ja, wir wollten ja erstmal schauen, wie geht's heute, so in der ersten Runde und ist ja schon auch auf die heutige Rentnergeneration Bezug genommen. Wenn wir uns jetzt mal rein die Fakten anschauen, haben wir heute ein Durchschnittseinkommen bei Ehepaaren, die älter sind als 65, von fast 3.000 Euro netto. Das ist der Durchschnitt. Dann ist es erstmal so, wie ist so die Absicherung? Wir wissen, wir haben bei Menschen, die 35 Jahre eingezahlt haben in die gesetzliche Rentenversicherung, eine Durchschnittsrente pro Person von fast 1600 Euro. Also wir sind da weit weg auch von den Durchschnittswerten, die Sie immer lesen, weil Sie müssen wissen, in den Durchschnittsrenten sind auch alle drin, die 5 Jahre, 6 Jahre haben
oder so wie ich Beamtin bin, ich habe 9 Jahre eingezahlt und dann bin ich Beamtin geworden. Ich komme natürlich mit meinen geringen Rentenansprüchen auch im Durchschnitt vor. Deswegen muss man sich immer fragen, welchen Wert brauche ich wofür, weil eine auskömmliche Rente kriegen wir auch nur nach einer auskömmlichen Erwerbsbeteiligung. So ist Deutschland im Rentensystem aufgebaut. Wir ernehmen, ich sehe ja auch viele Frauen hier, wir haben in der Vergangenheit wenig gesprochen über eigenständige Alterssicherung von Frauen, sondern die war in der Regel abgeleitet als Ehepaar. Viele von Ihnen kennen vielleicht noch das Instrument der Heiratserstattung, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ja? Die Frau hat geheiratet und bekam alle Beiträge erstattet. Das Konto war leer, man konnte dann nochmal nachversichern. Das heißt, wir haben auch einen Switch von der einzelnen Betrachtung im Vergleich zu früher, wo man den Ehekontext hatte. Also das muss man im Zeitverlauf auch betrachten und dementsprechend haben wir wirklich bei den Frauen auch geringere Durchschnittsrenten und eben auch viel in Teilzeit gearbeitet, was eben auch zu weniger Ansprüchen führt. Genau da setzt dann der Zuschlag eben der Grundrenten an. Das ist keine eigene Rentenart, sondern es gibt einen Zuschlag, wenn ich ab 33 Jahre pflichtversicherte Zeiten habe, bekomme ich einen Zuschlag, wenn ich nur 80% vom Durchschnitt verdient habe. Das wird besonders die Frauen treffen, weil hier reden wir über Teilzeitarbeit, die hier besonders dann, ich sag mal, aufgewertet wird. Wir sind noch in der Abarbeitung des Grundrentenzuschlags. Wir erleben auch durchaus Unterschiede im Lebensverlauf. Wir haben jetzt die jüngeren Jahrgänge, die wir bearbeiten und da merken wir, es sind eben immer mehr Frauen, die heute eben auch 38, 39 Jahre im Durchschnitt gearbeitet haben. Die haben 10 Jahre mehr als noch im Jahr 2000. Da waren sie bei 29 Jahren. Also deswegen muss man immer ganz genau hingucken. Wir reden ja hier immer über Gott sei Dank lange Lebensverläufe, die sich aber so grundlegend verändern, auch in 50 Jahren. Und von daher kann man sagen, die heutige Rentnerinnen- und Rentnergeneration steht verhältnismäßig gut da, durchschnittlich. Wir müssen natürlich an die Ränder gucken, auch nach unten. Bei der Grundsicherung in der Tat liegen wir bei Menschen, die eine gesetzliche Rentenversicherung da eingezahlt haben und Rente bekommen, bei 2,6% der Menschen, die Grundsicherung bedürfen. Wenn Sie, und das ist auch angeklungen, wenn wir gucken, Menschen, die gar nicht gearbeitet haben, nie erwerbstätig waren, sind zu fast 1/4 in der Grundsicherung. Wir haben noch 15% bei Menschen, die 5 Jahre und mehr arbeitslos waren. Also wir müssen uns, denke ich, genau die Lebensverläufe anschauen, um, kommen wir in der zweiten Runde zu sagen, wem wollen wir eigentlich noch mehr unterstützen oder soll es gleichmäßig gehen? Aber im Moment sieht es für diejenigen, die in Rente sind, kann man sagen, verhältnismäßig gut aus. Es kann natürlich für den Einzelnen immer noch mehr sein, darüber diskutieren wir ja oft, aber die Versorgung in Deutschland für die heutige Rentnergeneration ist wirklich gut. Gebe ich gleich weiter. Ist denn, sagen, wenn man das gesamtgesellschaftlich betrachtet, ist es dann nicht so sehr ein Altersproblem, sondern ein Armutsproblem, dass sie sozusagen ein bisschen unabhängig auch davon ist, ob ich jetzt Student, Rentner, studierender Rentner oder Arbeitnehmer bin. Ich habe halt einfach, bin in einem Beruf, der gut bezahlt wird, oder ich bin in einem, der schlecht bezahlt wird, mit durchbrochenen Biografien. Also muss man es gar nicht so stark auf die Rente fokussieren, sondern eher auf die Einkommensdifferenzen. Ja, die Lebensläufe haben sich schon verändert. Man kann zum Beispiel sagen, dass vor 15 Jahren viele Leute über die Stadien auch der Arbeitslosenversicherung dergleichen überhaupt in den Rentenbezug bekommen sind. Wir liegen jetzt 2 Jahre höher als so um die Mitte der Nullerjahre. Und also mit 64 geht man heute ungefähr in die Rente. Und das war damals etwas über 62. Und in dieser Zeit haben sich die Dinge auch verändert, dass es nicht mehr eine solche Vorruhestands über Arbeitslosenversicherung und sonstige Zwischensysteme vor ablaufende Verlagerung in das Rentensystem gab. Da hat sich also grundlegend was geändert. Heute sagt man ja sogar, wir haben eine Situation, wo wir von einem Bewerbermarkt reden können, selbst in, naja, nicht allen Altersgruppen, aber es hat sich insgesamt geändert, was das Klima verändert, sodass ich von so einer Tradierung, an sich Durchziehen der Armut oder so etwas im Lebenslauf einzelner Menschen nicht unbedingt reden würde. Wir haben bei der Grundsicherung
die Situation, Grundsicherung im Alter, die Situation, das sind im Moment 589.000 Menschen, das sind 2,2% mehr als ein Jahr davor. In den letzten 7, 8 Jahren sind ungefähr 100.000 Personen dazugekommen, dass das mehr wird, aber es ist nicht eine extreme Steigerung, nur es liegen da Elemente drin, die auf einmal die Altersarmut erhöhen, obwohl sich nicht unbedingt was ändert, sodass auch dieser Armutsindikator irgendwie nicht richtig ist. Also wenn man 33 Jahre zusammenbekommt, das stellen Sie ja gerade fest beim bei der Grundrentenprüfung, dann geht das auch ein in die Zugangsberechtigung zur Grundsicherung. Und deshalb sind jetzt mehr Menschen berechtigt. All die Personen, die also so viele Jahre gearbeitet haben, haben einen leichteren Zugang zur Grundsicherung. Und dadurch könnte jetzt demnächst die Grundsicherungsanzahl weiter steigern. Das ist dann ein Anstieg der staatlichen Transferzahlung in bedürftigkeitsgeprüften Systemen. Das ist eigentlich nicht etwas, was man unbedingt wollen kann. Also wir, selbst wenn wir Zweifel haben könnten, ob man das wirklich Armut nennen sollte, ist es etwas, was eine immer größere Abhängigkeit von Grundsicherungssystemen mit all dem, was da zusammenhängt, selbst wenn man jetzt über Bürgergeld das abmildert, ist es ein System, was eigentlich nicht dem deutschen Grundideal einer Sozialversicherungsgesellschaft entspricht, zu sagen, du musst es durch eigene Arbeit bekommen. Und neben solchen Rechnungswegen, die da eine Rolle spielen, ist es eher etwas, was in den nächsten Jahren vielleicht zunimmt, deshalb nur als Ausblick auf die nächste Runde eigentlich, wenn das am Wohnungsmarkt so weitergeht, ist nicht mehr die Frage, kriege ich mein Geld von der gesetzlichen Rentenversicherung, habe ich noch eine betriebliche Absicherung dazu, das Entscheidende, sondern dann ist es die Frage, habe ich Wohneigentum oder habe ich das nicht, bin ich mieterabhängig, was passiert mit den Energiepreisen, die in den Kosten für die Unterkunft dabei sind. Und wir haben in Deutschland nur 42% von Personen, die im selbstgenutzten also in einer Eigentumswohnung oder einem Haus wohnen, das sie selber auch nutzen. Es gibt insgesamt noch ein paar mehr Eigentümer, aber die Leute, die direkt drin wohnen, das sind 42%. Und die andere Hälfte ist abhängig von den Entwicklungen vom Wohnungsmarkt. Und da entsteht irgendetwas im Verhältnis zwischen Armut, Sozialversicherung und der Situation auf dem Wohnungsmarkt insgesamt, was, glaube ich, sehr, sehr viel Potenzial hat, alle Leute auch gegeneinander aufzubringen, weil im Grundsicherungssystem viele Schonmöglichkeiten gerade für Wohneigentum existieren. Vielleicht noch mal den Gedanken weitertreiben. Jetzt an alle stelle ich die Frage, bitte einfach antworten. Wenn die Feststellung ja ist, dass, dass eigentlich die Situation der Rentner insgesamt oder im Durchschnitt relativ gut ist, aber es eben eine Gruppe gibt von Menschen, die wenig Geld im Alter haben, ist es sozusagen dann eher ein Verteilungsproblem als ein Problem der Rentenversicherung als solcher? Und muss man insofern eher über verteilungspolitische Instrumente sprechen als über eine neue Runde der Rentenreformen oder was man auch immer man sich vorstellen kann? Oder ist diese Diagnose falsch? Ja, ich probiere es einfach mal. Natürlich ist das ein Verteilungsproblem. Und wir stehen dann andererseits vor einer Frage, ob wir so bei den deutschen Traditionen der Alterssicherung bleiben und sagen, im Mittelpunkt steht zunächst mal dieses Sozialversicherungsinstrument und Armutsbekämpfung machen wir außerhalb. Oder, und das war der Versuch mit der Grundrente zumindest am Anfang, wir machen es wie eine Reihe anderer Länder und bringen die Dinge zusammen. Also sorgen dafür, dass man in der gesetzlichen Rentenversicherung so etwas wie eine Mindestabsicherung bekommt, die dann auch armutsfest sein muss. Das ist eine Entscheidung, die kann man so oder so fällen. Man müsste dann nur auch den Rücken gerade machen und zum Beispiel das Empfangen von Grundsicherungsleistungen nicht irgendwie als Ausdruck von, als etwas, was irgendwie mit einem Stigma behaftet sein muss und so weiter, weiter versehen. Das ist auch ein Sicherungsangebot des Staates, das halt separat neben der Rente steht. Also das ist der eine Weg. Der andere Weg wäre im Grunde so die britische Rententradition. Der Staat kümmert sich überhaupt nur um eine Mindestsicherung im Alter. Und alles andere ist dann betrieblicher und privater Vorsorge überlassen. Das umzusteuern allerdings in einer Situation, wo unsere Alterssicherung in den nächsten 15, 20 Jahren sowieso enorm gestresst sein wird, durch den demografischen Alterungsprozess, über den wir wahrscheinlich gleich noch reden, das wäre ein großes Paket. Aber im Grunde sind das so die Möglichkeiten. Es ist ein Verteilungsproblem und wir sollten es auf jeden Fall angehen. Es kann in der gesetzlichen Rente getan werden, es geht aber auch außerhalb. Ja. Gerne, wer
reden will, bitte. Ja, kann ich gerne tun. In der Tat haben wir uns in Deutschland quasi gesellschaftlich entschieden. Wir bauen eine Sozialversicherung, eine Rentenversicherung, die abhängig ist vom Erwerbseinkommen. Das ist so, wir haben viel untersucht. Es führt auch zu einer ganz guten Absicherung in Deutschland. Und wir haben auch gefragt, ob die Menschen das noch gerecht finden, zu sagen, ist es eigentlich gerecht, wenn jemand viel verdient, dass er auch eine hohe Rente bekommt? Das ist gesellschaftspolitisch immer noch etwas, was auch als gerecht empfunden wird. Also so, ich streng mich an, ich leiste etwas und hinten kriege ich dann auch, wenn ich mehr eingezahlt habe, mehr Rente. Das ist aber natürlich die Frage, muss man das auch nochmal näher untersuchen? Oder braucht unser System mehr Umverteilung? Weil es wird bei einer bestimmten Menge an Beiträgen, die gezahlt wird, und ich bleibe bei der Äquivalenz, auch die Frage sein, brauche ich trotzdem mehr Umverteilung, sollen Ursprünge, also kleinere oder die ersten Entgeltpunkte mehr an Leistung hinten haben und das, was oben gezahlt wird, etwas weniger. Das ist, denke ich, etwas, was wir diskutieren können. Und ansonsten ist es schon so, was wir nicht aus dem Blick verlieren dürfen. Die gesetzliche Rentenversicherung, das wurde ja vor 20 Jahren entschieden, dass die gesetzliche Rentenversicherung nicht mehr alleine quasi die auskömmliche Rente abbilden soll, sondern eben als drei Pfeiler oder drei Schichtenmodell auch die betriebliche und die private Altersversorgung eine größere Rolle spielen könnte, sollte. Ob sie es tut, ist die große Frage. Man hat 4% rausgenommen aus der Rentenversicherung, hat gesagt, dafür bieten wir Riester-Verträge an, staatlich gefördert. Und da muss man natürlich auch immer sehen, haben sich diese Wunschvorstellungen realisiert, weil die gesetzliche Rentenversicherung kann sicherlich nicht all das kompensieren, was auch rausgenommen wurde. Da muss man noch mal einen Blick drauf richten oder sagt man, okay, es soll weitere Elemente geben oder wir reduzieren nur auf die gesetzliche oder die betriebliche Altersvorsorge. Es wird ja gerade viel diskutiert, wie soll eigentlich noch die dritte Säule aussehen. Also das darf man dabei nicht aus dem Blick verlieren. Erfüllen da auch die Systeme die Erwartungen, die in sie gesteckt wurden? Ja, man muss ja auch sehen, es gibt ja schon eine ganze Reihe Verteilungsmechanismen, sowohl innerhalb oder auf des Systems der gesetzlichen Rentenversicherung oder darauf bezogen. Dann zweitens in den eben angesprochenen zusätzlichen Schichten der Altersvorsorge und dann nochmal direkt in Transfersystemen, wie zum Beispiel das Wohngeld, das ja jetzt auch erheblich ausgebaut werden wird im Zug. Ich hoffe mal, dass die Länder da zustimmen. Empfängerkreis soll von jetzt 665.000 auf 2 Millionen Personen ausgedehnt werden. Und da wird ein großer Teil Rentnerinnen und Rentner werden dabei sein. Und nehmen richtig viel Geld nochmal zusätzlich in die Hand. Also es gibt diese Verteilsysteme. Und innerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung, ich bin ja jetzt auch im Haushaltsausschuss Berichterstatter für den Einzelplan Arbeit und Soziales, haben wir 112 Milliarden Euro im Haushaltsentwurf 2023, die in die gesetzliche Rentenversicherung fließen. Und ein Großteil davon natürlich aufgrund von Leistungen, Verteilungsleistungen, die dann an bestimmte Biografien oder Eigenschaften gebunden sind. Also prominent zu nennen sind natürlich die Familienleistungen. Also die sind ganz erheblich. Und da kann man auch sich fragen, weil eben gerade so die Rede davon war, die Politik hätte nichts getan, ob das, was in den letzten zwei, drei Legislaturperioden passiert ist, ob das immer das Sinnvollste war, was getan wurde. Also ich habe seinerzeit beispielsweise die sogenannte Mütterrente 1 und 2 mit insgesamt immerhin 10 Milliarden Euro, die jedes Jahr belastend fließen. Oder aber auch die sogenannte Rente mit 63, also nach 45 Beitragsjahren, deren Einführung übrigens dazu geführt hat, dass der Trend, dass man später in Rente geht, dass das faktische Renteneintrittsalter näher an das gesetzliche heranrückt, auch wieder umgekehrt wurde. Das sind Dinge, allein diese jetzt zuletzt genannten Maßnahmen, die sich auf roundabout 13 Milliarden Euro pro Jahr belaufen. Also jetzt kann man natürlich sagen, hätte Fahrradkette, aber man kann sich ja dennoch mal überlegen, hätte man dieses Geld ab 2014, ist das ja alles dann wirksam geworden, zum Beispiel in einen Demografiefonds gesteckt,
den man sinnvoll gemanagt hätte, dann würden wir jetzt wahrscheinlich über einen knapp dreistelligen Milliardenbetrag zusätzlich zur Nachhaltigkeitsrücklage verfügen, den man hätte einsetzen können, um eben die besonders herausfordernden Jahre, wenn die Babyboomer, zu denen ich selber ja auch gehöre, ich glaube wir alle hier oben eigentlich, Sie nicht, ja, hätte man das, sagen wir mal, zumindest abfedern können. Es gab ja entsprechende Vorschläge auch des DGB, so einen Demografiefonds aufzulegen. Ist alles nicht gemacht worden und hat auch keinen Sinn, da jetzt nachzukarten. Aber ich möchte es zumindest noch mal in Erinnerung rufen, um zu sagen, dass also Verteilungsentscheidungen ja durchaus getroffen worden sind. Ja, aber ist nicht das Interessante, dass sie sozusagen dazukommen, so ein bisschen hintenrum auch vorgenommen werden? Und die Frage, die Frau Hausbach ja aufwarf, ist, wenn ich es richtig verstanden habe, eher in die Richtung, ist denn diese Kopplung, wer viel verdient, hat viel Rente, weil das eine ergibt sich aus dem anderen, sinnvoll? Oder könnte man nicht, ich spitze es mal zu, sogar umgekehrt sagen, wer viel verdient, braucht gar nicht viel Rente, weil er hat in seinem Leben ja schon ziemlich viel angehäuft. Nein, und der wenig verdient, hat das natürlich nicht. Ich spitze zu, ja, weil der hat vielleicht, konnte sich kein Haus kaufen und deswegen braucht er auch nicht so viel staatliche Rente, denn er konnte auch anders privat vorsorgen. Darf ich da noch mal kurz drauf antworten, ja, Frank? Oder? Ja. Also ich bin fest davon überzeugt, dass die gesetzliche Rentenversicherung nur als Versicherung, als Einkommensversicherung funktioniert. Und dass diejenigen, die in ihrem Erwerbsleben geschlossen verdienen und auch ganz gut verdienen, die gibt es ja auch, dass die auch mehr erwarten müssen als nur eine bessere Armutsabsicherung, sondern dass die eine Einkommensabsicherung haben. Also Lebensstandardsicherung kann ja auch jetzt durch die gesetzliche Rente gar nicht mehr so erreicht werden. Aber eine massive Basis sozusagen, auch nach einem guten Erwerbsleben, ist Voraussetzung für die Legitimität dieses Pflicht, darf man ja nicht vergessen, Pflichtversicherungssystem. Und alles, was an Verteilungsentscheidungen ist, wenn man etwa höhere Einkommen besteuern will und dergleichen, das ist im Steuerrecht gut aufgehoben. Das gehört systematisch dahin. Da müssen wir uns über andere Instrumente unterhalten. Meinetwegen können wir uns auch über Wohnraumförderung und neue Gemeinnützigkeit bei Wohnungsgesellschaften, wenn es ums Wohnen geht, unterhalten. Aber ich würde sehr davor warnen, alles Mögliche, was man für gesellschaftlich wünschenswert, nützlich und verteilungspolitisch für notwendig hält, alles der gesetzlichen Rentenversicherung aufzubürden. Es gibt da, das sehe ich auch wirklich bei Kolleginnen, die nicht so drinstecken, eine gefährliche Tendenz oder immer wieder aufkommende Tendenz, die Rentenversicherung für alle möglichen politischen Wünsche irgendwie, ich würde sagen, zu missbrauchen oder die zu überfrachten, um es nicht so fies auszudrücken. Also zuletzt jetzt die Innenministerin Frau Faeser, die sagte, wer sich langjährig ehrenamtlich und bürgerschaftlich engagiert, der soll dann durch ein abschlagsfreies früheres Jahr in Rente oder zwei frühere Jahre kann er abschlagsfrei in Rente gehen, belohnt werden. Und da sage ich, das ist Humbug an dieser Stelle, ja, mal abgesehen von praktischen Abgrenzungsvorschlägen. Das ist nicht die Aufgabe der gesetzlichen Rentenversicherung, gesellschaftlich für wünschenswert oder nützlich gehaltene Dinge zu belohnen. Das kann bitteschön dann der Staat oder der Gesetzgeber ja dann auch direkt machen. Beispielsweise können dann die Träger von ehrenamtlichen Stellen auch freiwillig für die Person Rentenversicherungsbeiträge einzahlen. Da bin ich gern darüber bereit zu reden, wie man das erleichtern kann, wie man das auch zu früheren Lebensalterzeiten machen kann. Aber ich sehe nicht ein, dass das hier eine Aufgabe von allen Beitragszahlerinnen und Beitragszahlern sein soll, solche Dinge, die verteilungspolitisch systematisch woanders hingehören, dort zu regeln. Ja, also die kann ich nur zustimmen. Die Situation ist ja, dass in diese Systemen, die von einer Rentenversicherung oder ein Rentenpolitiksystem aufgebaut haben, ein öffentliches von der Seite der Armutspolitik, also die das Minimum erst einmal finanziert haben, dass die danach gezwungen waren, irgendeine Form von darüberliegendem System statusbezogen, einkommensbezogen einzuführen oder ein entsprechendes privates System auszubauen und dann beruht alles darauf. In Deutschland nur, um mal die Relation zu sagen, was sind die Alternativen. Das muss man ja klar sagen, die Rentenversicherung hat ein Volumen von 341 Milliarden jedes Jahr. Und dagegen verschwindet zum Beispiel auch die gesamte Beamtenschaft. Alle Beamten, die Beamtenversorgung, das sind nur 56 Milliarden.
Selbst also die, die ja draußen sind, also es ist ein Klick zu klein. Und bei betrieblich habe ich die Zahl nicht 100% im Kopf, aber irgendwas mit 45 oder so etwas. Das ist nichts. Riester ist ein Klacks. Riester-Renten gibt es 16,3 Millionen. Seit 2017 ist die Anzahl der Verträge rückläufig. Das heißt, diese, wenn man eine Gesamtversorgungsrechnung macht und dann so tut, als ob die Menschen diese 4% Riester gespart hätten, ist das eine Fiktion, weil es nur 16,3 Millionen überhaupt haben und dann weiß man nicht, ob sie alle das im 4%-Umfang haben. Und sie zahlen, die lassen das noch ruhen. Und in der Rentenversicherung gibt es aber 39 Milliarden aktiv Versicherte. Also das heißt, zwischen 16 und 39 ist eine Riesenlücke. In der betrieblichen Rentenversicherung oder Alterssicherungssystem sind nur 18,2 Milliarden Menschen. Das heißt, wenn wir in diesem Land nicht auf die gesetzliche Rentenversicherung setzen als zentralem Instrument, und das heißt wahrscheinlich auch Ausbau der Finanzierung durch den Bund aufgrund der Demografie. Dann haben wir entweder nur die Möglichkeit, viel stärker auf Privates zu setzen, oder wir lassen sehr viele an den Rand kommen. Ich glaube, dass, wenn man sozusagen sich die Standardrentnergrößen ansieht, dann sind das eigentlich, wenn man so eine Einkommensskala macht, viele Leute, die da so um die 60% des Durchschnittseinkommens, des Medianeinkommens haben. Das heißt, die würden dort langsam immer mehr vom Altersrisiko, von Armutsrisiko in die Armut und Grundsicherungsbezug rutschen. Und das kann niemand wollen. Also von daher, die gesetzliche Rentenversicherung ist, warum das jetzt auch so ist, ist eine lange historische Tradition, ist der Kern dieses Alterssicherungssystems. Und wenn man dort umstellen will, das ist ja auch diskutiert worden, auf Grundrentensystem total und dergleichen, muss man 341 Milliarden umstellen über 40 Jahre. Wer soll das wollen können? Also von daher geht es darum, sinnvolle Reformen im System der gesetzlichen Rentensicherung zu machen. Und nur um was nicht so Nettes zu sagen, das war es mit der Grundrente nicht gelungen. Dort hat man ein sehr kompliziertes, noch bedürftigkeitsgeprüftes System in diese Rentenversicherung hinein gepflanzt mit irrem bürokratischem Aufwand, die aber auch gar nicht dem Ziel entspricht, nämlich bedarfsgeprüft zu sein, weil der Bedarf wird 2 Jahre vorher erhoben. Und wenn Sie dann sowas wie so eine plötzliche Inflation haben, dann funktioniert da gar nichts. Also wenn man etwas machen will, dann muss man versuchen, die innere Widerstandsfähigkeit der Rentenversicherung für solche Zeiten, die mittlerweile auch von den Ministerien als Multikrisenzeiten beschrieben werden, zu sichern und zu sagen, was passiert in bestimmten Situationen, die da sind. Und das vielleicht als Überleitung zu dem Teil jetzt. Wir haben diesen langfristigen Trend der Alterung. Und dann jetzt aber das überlagert von dem, was ich jetzt gerade Multikrisen genannt habe, insbesondere Inflation, Energiepreisveränderung, Änderungen im Wohnbereich. Und dieses zu managen, das ist, glaube ich, die zentrale Aufgabe. Ich würde nur noch kurz auch ergänzen wollen, in der Tat zu sagen, man kann so ein System, ein gewachsenes System einfach umstellen, wird im Grunde genommen daran gemessen werden, was ich mit den Menschen mache, die Anwartschaften erworben haben. Also das heißt, ich habe ja natürlich jetzt eine nachwachsende Generation von Versicherten, die bereits Entgeltpunkte erworben haben und die ja auch eigentumsähnlich geschützt sind. Das heißt, ich habe bei solchen Umstellungen, wenn man wirklich sowas machen wollte, das dauert mehrere Jahrzehnte, weil ich natürlich alle erstmal, die jetzt schon 30, 40 Jahre eingezahlt haben, mit entsprechenden Ansprüchen auch bedienen muss. Also einfach zu sagen, ich switche etwas komplett um, das hat wirklich lange, lange Vorlaufzeiten und braucht natürlich auch ein entsprechendes Volumen, weil das wächst und wächst. Im nächsten Jahr sind wir schon bei 353 Milliarden Euro, die wir ausgeben, weil allein, ich sag mal, die Rentenerhöhung in diesem Jahr kostet 18 Milliarden Euro. Und das ist eben auch etwas, was ja jedes Jahr dann auch dazukommt. Das hat dann einfach bei einer solchen Menge von Menschen, und reden hier immerhin um 21,5 Millionen Menschen, die Rente bekommen. Das sind einfach auch, wenn man das mal in Relation sieht zu den Beamten, da merkt man aber auch den Unterschied. Ja.
Mengenmäßig ist das nämlich der Personenschlag. Es gibt mehr Rentner als Job. Herr Werding, vielleicht können Sie dann gleich das auch weiten, sozusagen auf die Zukunftssicherung des Systems. Also ich habe eben schon nach dem Mikrofon gegriffen, um vielleicht auch die Überleitung zum zweiten Teil unseres Gesprächs fortzusetzen. Wir haben unser Gespräch angefangen mit der Feststellung, es gibt da ein Verteilungsproblem, es gibt Altersarmut, aber das wurde auch gesagt, die Versorgungssituation der Rentner heute ist fundamental nicht schlecht. Vielleicht nicht gut, aber jedenfalls nicht schlecht. Und dazu leistet die gesetzliche Rente einen massiven Beitrag. Frank Nullmeier hat uns die Zahlen genannt und die wachsen natürlich wirklich Jahr um Jahr weiter. 10% unseres Bruttoinlandsprodukts, so ganz grob, wenden wir für Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung auf. Aber das ist es natürlich längst noch nicht allein. Daten lassen uns ein bisschen im Stich, wenn wir genauer hingucken wollen, gerade bei Jüngeren, was sie an Vorsorge betreiben neben der gesetzlichen Rente. Bei den Alten schaut man schon hin, was die Einkommenssituation ist, sieht, das ist die Rente, da kommen noch Sachen dazu. Aber die allermeisten Menschen in Deutschland haben, wenn sie das Rentenalter erreichen, neben einer gesetzlichen Rente mindestens eine, wenn nicht zwei oder drei zusätzliche Formen der Altersvorsorge. Private Vorsorge in Form der Riester-Verträge oder in anderer Form. Riester-Verträge sind ja wirklich nur eine stark stilisierte Form, die auch nicht so sonderlich gut konstruiert war und deswegen auch nicht so sonderlich gut gelaufen ist. Dann gibt es betriebliche Vorsorge, es gibt das selbstgenutzte Wohneigentum, das schon erwähnt wurde. Und deswegen, und das ist ein wichtiger Punkt, würde ich nie sagen, es geht um ein Entweder-Oder, die gesetzliche Rente zu stärken oder auf andere Dinge zu setzen, sondern es geht um ein Nebeneinander beider Dinge. Sowas wie die umlagefinanzierte gesetzliche Rentenversicherung ist ein Riesentanker mit den langjährig erworbenen Ansprüchen von Menschen zwischen 20 und 65, die für ihre Beiträge, die sie mal entrichtet haben, auch etwas sehen wollen und sehen sollten. Ja, das kann man nicht so ohne weiteres herunterdimmen oder abschaffen. Man muss die gesetzliche Rente so weiterfahren, wie es im demografischen Alterungsprozess mit Belastung für die Aktiven und Renten, die unter Umständen nicht ganz so hoch sind, wie man sich das wünscht für die Älteren, weiterfahren und, soweit das noch nicht geschehen ist, schauen, was wir daneben setzen. Und da ist Riester, wie gesagt, keine brauchbare Antwort, aber es gibt dann eben andere Möglichkeiten, die auch nicht zwingend in die Alternative Staat oder Privat fallen. Auch ein Staat kann viel Mitverantwortung mindestens für brauchbare Regulierungen, aber auch selbst für ein Standardangebot übernehmen, wenn es um ergänzende kapitalgedeckte Altersvorsorge geht. Und das sind im Grunde die Themen, über die wir reden müssen. Sonst gehen uns, speziell wenn wir auch noch das Rentenniveau fixieren, wie es im Koalitionsvertrag wirklich dauerhaft angekündigt worden ist, niemals unter 48%, sonst gehen uns die Beitragssätze bis 2030, 35, 40, 45, ich hätte jetzt beinahe gesagt durch die Decke, aber sie steigen immer weiter an. 2050, alle unter 35-Jährigen zahlen dann noch Beiträge. Ja? Also darüber muss man sich Gedanken machen. Und da irgendwie in einer schwierigen Situation, der demografische Wandel ist schon weit fortgeschritten und wir haben lange Zeit noch nicht genug getan, um den Übergang hinzukriegen. In dieser Situation wird es vorübergehend wahrscheinlich niemandem ganz toll gehen, was die Beiträge bezahlt, die man zahlen muss, oder was die Renten betrifft, die man zahlen muss. Es wird auf das ankommen, was man dazu noch an Freiräumen hat, ergänzend vorzusorgen oder was man zusätzlich aus ergänzender Vorsorge noch bekommen kann. In diesen nächsten 15, 20 Jahren krabbeln wir also durch einen Engpass, wo wir uns irgendwelche Kratzer und Schrunden holen werden, alle. Aber wir sollten es so machen, dass am Ende irgendwie eine bessere Mischung, eine ausgewogenere Mischung von Vorsorgeformen steht, mit der wir in der langen Frist dann weitergehen können. Halten Sie denn die 48% für realistisch? Ich sehe momentan nicht, wie man das finanzieren soll. Was vielleicht nicht alle im Raum wissen, ich bewege mich, was Rentenfinanzierung betrifft, wahrscheinlich manchmal zu sehr in der fernen Zukunft. Ich mache ständig Langfristvorausberechnungen, die bis 2000, nicht nur bis 40, bis 60 reichen, manchmal bis 2080. Und ich würde nie behaupten, dass das, was ich da rechne, jetzt richtig ist. Es geht darum, Tendenzen herauszufinden, die so eine grobe Peilung geben, wie sich zum Beispiel, wenn wir dem jetzigen Recht folgen und nach 2025 dann den Nachhaltigkeitsfaktor bei den Rentenanpassungen wieder anwenden, das sorgt dafür, dass das Rentenniveau ganz langsam immer weiter sinkt, schon dann halte ich die Beitragssätze der Rentenversicherung und daneben gibt es noch eine Krankenversicherung, eine Pflegeversicherung und eine Arbeitslosenversicherung für nicht ohne weiteres zumutbar den zukünftigen Erwerbstätigen. Und wenn wir dann das Rentenniveau noch fixieren, dann würde ich sagen, gehen die Beitragssätze in der Summe durch die Decke. Ich würde nur noch kurz was zur Erklärung. Das Rentenniveau 48% ist nichts, was auf eine Einzelperson wirkt. Das ist also eine Rechengröße, die das Verhältnis eines quasi Standardsrentners zu einem durchschnittlichen Versicherten in einem Jahr
bezeichnet. Das ist ein bisschen technisch. Was heißt das konkret? Wenn ich das Rentenniveau auf 48% festschreibe nach vorne, dann gebe ich auf eine, ich sag mal, Drittelfinanzierung der Rentenversicherung. Bisher ist es so, wenn die Summen wachsen, dann habe ich ungefähr ein Drittel machen die Beitragszahler, ein Drittel übernimmt der Steuerzahler und ein Drittel über einen demografischen Faktor übernimmt die Rentnergeneration, indem ihre Rente nicht mehr im gleichen Umfang steigt wie die Bruttolohnentwicklung. Das heißt, nehmen wir mal die, wenn sich das Verhältnis von Beitragszahlern zu Rentnern ungünstig entwickelt Richtung Beitragszahler, dann werden die Rentner mit geringeren Rentensteigerungen, also wir reden hier nur von geringeren Steigerungswerten, mitbeteiligt. Wenn ich die 48% festschreibe, heißt das für die Zukunft, die Rentner folgen mit ihren Rentensteigerungen immer der Bruttolohnentwicklung. Und ich nehme quasi die Rentner aus der Finanzierung der Mehrsummen raus. Und dann ist in der Tat die Frage, wer übernimmt dann die andere, also wer übernimmt es dann? Und dann bleiben genau zwei Zahler übrig, das ist der Steuerzahler und der Beitragszahler. Und das ist etwas, worüber wir jetzt oder die Bundesregierung sicherlich große Gedanken macht. Was heißt hier dauerhaft 48% festschreiben, über welche Dauer und wer übernimmt letztendlich dann die Finanzierung dieser Entwicklung? Und das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, dass das bisher eben gesellschaftspolitisch eigentlich so ein Dreiklang war. Das hat man in dieser Formel so festgeschrieben. Wir hatten jetzt die letzten Jahre die glückliche Entwicklung, dass wir viel Zuwanderung hatten. Und zwar nicht die Zuwanderung, die Sie vielleicht im Kopf haben, 2015, sondern eine Zuwanderung aus Europa in unseren Arbeitsmarkt, Osteuropa, Südeuropa. Das waren bis zu 2 Millionen Menschen in den letzten 10 Jahren, die eingewandert sind zu uns. Die haben die ganzen Sozialversicherungssysteme unglaublich stabilisiert, weil es meistens junge Menschen waren, die eingezahlt haben, nicht so hohe Krankenversicherungsleistungen hatten und die wirklich hier mitgearbeitet haben. Und das müssen wir nach vorne auch mitdenken und auch, denke ich, als Gesellschaft uns überlegen, wie können wir im Grunde genommen diese verschiedene Basis, ich sage ja, wenn wir mehr auf die Beitragszahler gehen, dann brauchen wir auch mehr. Und dann müssen wir uns auch als Gesellschaft fragen, wie offen sind wir dazu, die Menschen auch aufzunehmen und nicht nur irgendwo zu sagen, gut, dass ihr hier arbeitet, aber sonst wollen wir mit euch wenig zu tun haben. Das ist schon ein Teil unserer Zukunft und über die müssen wir eben auch gesellschaftspolitisch, meine ich, sprechen, weil so viele Stellschrauben an Zahlern haben wir nicht, weil die Steuerzahler sind meistens auch die Beitragszahler und natürlich mehr, die nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung einzahlen, mit anderen Steuerarten natürlich auch. Aber da müssen wir auch ehrlich drüber diskutieren, wer übernimmt die Kosten, weil die sind da. Die Rentner sind da, wir wissen auch, wer in Rente geht. Also das rechnet Herr Werding und Herr Nullmeier ja auch aus. Und das heißt, wir wissen, was auf uns zukommt und wir müssen uns fragen, welche Verteilung wollen wir vornehmen. Und das werden wir nur gemeinsam auch beantworten können, weil alles Geld vom Staat kommt von uns. Ja, ich bin aber froh, dass jetzt gerade Frau Rosbach beschrieben hat, dass es eben an der Zahl auch gerade der Beitragszahlenden liegt. Und ich finde es immer hilfreich, wenn man auch Langfristprognosen hat, Herr Werding. Wobei ich manchmal denke, da wird auch dann relativ linear fortgeschrieben, von jetzigen Annahmen aus dann über sehr lange Zeiträume, was ja methodisch wahrscheinlich auch schwierig anders möglich ist. Aber wenn ich jetzt zurückdenke an die Zeit meiner ersten Wahlperiode, als die Rürup-Kommission, ich glaube, Frank Nullmeier war da auch Mitglied damals, ne, Rürup-Kommission die Prognosen machte, da waren die doch deutlich negativer in Bezug auf Beitragssätze und Rentenniveau als die Situation, die wir jetzt gerade vorfinden. Eben weil sie eine ganze Reihe von Entwicklungen ja auch gar nicht vorhersehen konnten. Und aus meiner Sicht geht es zentral darum, nicht als einzige, aber als wesentliche Stellschraube, das Erwerbspersonenpotenzial möglichst hochzuhalten und dann eben auch alles zu tun, das auszuschöpfen. Also mehr Leute rein, die da sind, den Zugang zur Arbeit erleichtern. Naja, was heißt mehr Leute? Zuwanderung ist eine Möglichkeit. Ich werde ja auch nicht müde zu betonen, dass auch die Steigerung der Frauenerwerbstätigkeit noch Potenziale bietet. Wir beschäftigen uns gerade sehr damit, wie wir Rehabilitation, also
Einstieg, Wiedereinstieg in den Beruf bei einer Berufskrankheit oder Unfall oder berufsbedingten Erkrankung, wie wir das verbessern können, wie wir die Systeme zwischen Bundesagentur für Arbeit und gesetzlicher Rentenversicherung auch besser miteinander verzahnen und besser darauf abstimmen können, auch die medizinische Rehabilitation. Das hört sich jetzt vielleicht technisch an, ist aber ein entscheidender Punkt zum Beispiel, um die Zugänge in die Erwerbsminderung abzudämpfen. Und natürlich ist das auch ein Hebel, um längeres Arbeiten in Zukunft möglich zu machen. Eine Debatte, die ja ein politisches Tabu darstellt und ist ja auch im Koalitionsvertrag geregelt, keine Erhöhung des gesetzlichen Renteneintrittsalters. Und ich glaube, auch im Moment tatsächlich ist das eine Diskussion, die man politisch nicht überlebt. Jedenfalls glauben unsere Oberanführerinnen und Anführer das. Und das heißt also, wir müssen über gute Praxisbeispiele einer alters- und alternsgerechten Arbeitswelt, auch flexible Übergänge mit einer Reduzierung im Alter hin der Arbeitszeit, verbesserte Möglichkeiten der Teilrente reden, um darzustellen, dass es auch möglich ist, länger zu arbeiten, dass es sogar im Idealfall ein Zugewinn an Lebensqualität bedeuten kann. Also das ist auch nochmal ein Bereich, wo ich ein gewisses Potenzial, oder nicht nur ein gewisses, ein großes Potenzial sehe. Darf ich kurz eine Nachfrage stellen, weil Sie sind ja Politiker und Sie sagen sozusagen als Fachpolitiker, man könnte beim Thema Lebensarbeitszeit mehr tun oder sollte mehr tun, aber das lässt sich politisch nicht durchsetzen. Es, ja, das wird alles sofort verhetzt. Das ist ja so ein bisschen ein Widerspruch, denn Sie sind ja derjenige, der das auf die Agenda setzen könnte. Sie könnte sagen, ich fordere Rente mit, was weiß ich, 95 oder... Ja, genau, das ist der falsche Ansatz. Genau das ist ja, das, ich meine, was immer... Eine Indexierung des Rentenalters, man kann sich ja verschiedenes vorstellen. Aber genau das ist der Ansatz, mit dem diese ganze Diskussion da einfach kaputt gemacht wird. Ja? Indem die Bundesbank trompetet, Rente mit 70 und dergleichen, dann löst man sofort die Reflexe aus auf der anderen Seite, auf der Gewerkschaftsseite, die sagen, niemals unsozial, gemein, dann wird der Dachdecker rausgezogen als Beispiel. Ich glaube, das führt uns zu nichts, sondern wir müssen uns mal klar angucken, jenseits der Frage der Rente sind wir als Gesellschaft insgesamt auch im Interesse unserer Wertschöpfungsbasis darauf angewiesen, es für Ältere attraktiv und lohnend zu machen, länger zu arbeiten. Wir haben in bestimmten Bereichen öffentliche Verwaltung über 40%, die in den nächsten 15 Jahren den Bereich verlassen, wo nicht absehbar ist, wie das aufgefangen werden kann. Ein Teil sicherlich durch Digitalisierung. Aber nicht alles. Und auch bei den Zuwanderungszahlen, die eigentlich notwendig wären. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung sagt, 400.000 pro Jahr bräuchten wir. Ja, werden wir wahrscheinlich nicht erreichen. Auch die Zuwanderung aus Europa wird nicht mehr in dem Maße gehen, weil die anderen Länder nämlich auch das gleiche demografische Problem, Polen, Italien sogar noch schlimmer haben. Das heißt, wir sind hier in einer Situation, wo wir endlich mal kapieren müssen, und auch die Unternehmen, viele tun das ja auch schon, dass wir Arbeitsbedingungen schaffen müssen, wo es wirklich auch möglich ist, bis 68, 69, 70 zu arbeiten, ohne dass das jetzt eine Fron ist. Natürlich brauchen wir dafür auch flexible, ich nenne es mal Notausgänge für die, die wirklich nicht mehr können. Also ich glaube, das muss man schon sehen, dass man Durchlässigkeiten dann auch schafft, um eben nicht politisch sich dem Vorwurf auszusetzen. Das bedeutet für diejenigen in belasteten Berufen faktisch eine Rentenkürzung. In der Richtung wird es dann ja auch von bestimmten anderen politischen Kräften angegriffen. Aber wenn es gelänge, da eine nach vorne gewandte Diskussion hinzukriegen, wäre das super. In der letzten Wahlperiode gab es ja die Rentenkommission der Bundesregierung und da war dann auch ja die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite, waren ja auch vertreten, DGB und BDA. Ich hätte mir gewünscht, dass die so eine Art historischen Kompromiss hinkriegen, zu sagen, ja, wir machen sozusagen gedankliche oder auch praktische Schritte in Richtung längerer Lebensarbeitszeit. Und im Gegenzug, das ist das, was dann die Arbeitgeberseite bringen müsste, ein stabiles Rentenniveau. Das wäre so ein historischer Kompromiss, der, wenn ich mal eine Vision haben darf, ohne dass ich gleich zum Arzt gehen muss, anhängen möchte an dieser Stelle. Und wir dürfen, was die Verteilung anbelangt, Frau Rosbach, ja nicht vergessen, dass mit der Einführung der Riester-Rente natürlich schon auch die Seite der Rentnerinnen und Rentner einen Anteil hatte. Also das haben wir ja unter Rot-Grün verbunden mit einem doch spürbaren Absenken des Rentenniveaus. Und das Kompensationsgeschäft, das Ausgleichsgeschäft mit der Riester-Rente, muss man jetzt im Nachhinein konstatieren, ist einfach nicht aufgegangen. Sollte das ja vollständig kompensieren.
Es ist ja nicht nur so, Frank Nullmeier, dass wir 16 Millionen Verträge haben, sondern davon, wir fragen das immer beim Finanzministerium ab, werden ja nur 7 Millionen werden voll bespart. Und das ist also insofern überhaupt nicht in dem Sinne aufgegangen. Und auch jetzt durch die Niedrigzinsphase sind die Erwartungen, was die Erträge anbelangt, ja auch nicht in dem Maße da gewesen. Die Versicherungswirtschaft hängt mir täglich fast einmal pro Woche mindestens in den Ohren und sagt, wir müssen die Garantien abschaffen, damit wir mehr ins Risiko gehen können. Was dann aber auch wieder problematisch ist, wenn ich das mit Steuermitteln fördere oder wenn solche Phasen wie im Moment kommen mit hochvolatilen und hochriskanten Wertpapiermärkten, kann ich ja auch jetzt zu diesem Zeitfenster jedenfalls auch schwierig sagen, Leute, jetzt Volldampf mit ins Kapitalrisiko. Also dann sagen dann, ich bin gleich fertig. Sagen dann andere Kollegen von der FDP, ja, aber wenn man jetzt die letzten 30 oder 40 Jahre guckt, da war der Kapitalmarkt ja doch immer dann positiv letzten Endes. Ich bin ja Rheinländer, kann man nur sagen, das ist das Prinzip, es hätte noch immer Jod gegangen. Angesichts der ganzen säkularen Trends und Brüche vom Klimawandel angefangen über Pandemien und anderes, wissen wir nicht, ob es in 40 Jahren genauso eine Entwicklung gibt wie vor 40 Jahren. Und wenn Leute Verluste machen am Kapitalmarkt und ich sie vorher da reingedrängt habe, dann ist das immer nur so mäßig überzeugend, wenn man denen sagt, mach dir keinen Kopf, das wird schon wieder. Sondern die gucken dann natürlich immer recht kurzfristig eigentlich auf das, was sie da auf ihrem Kontoauszug oder ihrem Mitteilungsblatt haben. Vielleicht so weit erst. Ja, also die sozusagen staatlich unterstützten Formen der Kapitaldeckung, und dazu würde ja auch jetzt gehören, im Koalitionsvertrag steht ja drin, nochmal 10 Milliarden in die Kapitaldeckung in der gesetzlichen Rentenversicherung, haben im Moment trotz der Zinssteigerung durch die Zentralbanken jetzt noch nicht so eine Dimension oder einen Veränderungsschub erhalten, dass sie jetzt sinnvoller werden als vor 2 Jahren. Das also, glaube ich, dass wir jetzt umsteuern auf Kapitaldeckung oder so, das ist nicht der Punkt. Aber was mich umtreibt, ist, dass ich glaube, wir haben bisher in dieser ganzen Debatte Rentenniveau plus Regelaltersgrenze, haben wir sehr mechanisch gearbeitet. Die öffentliche und nicht hier im Podium vertretene Art ist, nach Köpfen zu rechnen. Das ist die ganz einfache Art. Wir haben so viele Rentner, so viele Erwerbstätige und das wird immer schlechter und deshalb geht das den Bach runter. Alle wissen wir, dass es immer die Kombination ist, Köpfe mal Erwerbseinkommen, die relevant ist. Das ist erstmal die Grundlage. Lassen Sie sich nicht irritieren von bloßen Kopfzahlrechnungen. Aber wenn man jetzt ordentlich rechnet und diesen Zusammenhang sieht, hat sich da was, tut sich da gerade was? Und das ist die Anzahl derjenigen, die auch sozialversicherungspflichtig im Rentenalter arbeiten. Das ist nicht so ein Riesenteil, es sind noch zu viele in geringfügiger Erwerbstätigkeit, aber das heißt, eine Person ist zugleich Rentnerin und Versicherte und zahlt ein. Und deshalb ändert sich diese Logik. Und wenn wir jetzt wegnehmen die Hinzuverdienstgrenzen für diejenigen, die vorzeitig in Rente gehen, 3 Jahre kann man ja machen, dann bedeutet das, dass in dieser Zeit eine ganz andere Situation entsteht. Ich kann nämlich Rente und Vollerwerbstätigkeit oder Teilzeit, je nachdem wie ich will, miteinander kombinieren und habe keine Finanzobergrenze mehr. Und das ist neu. Und das verbunden mit der Logik eines Bewerbermarktes, also dass Arbeitskräfte gesucht werden, bedeutet doch, dass diese ganze Mechanik, die wir uns da angewohnt haben, Versicherte als Versicherte und nur als Versicherte zu zählen und Rentner nur als Rentner, dass die durcheinander kommt. Und das bedeutet, dass sowohl lebensweltlich diese Altersgrenze eine andere Bedeutung bekommen kann, als auch die realen Arbeitsverhältnisse im Alter von 60 bis 70 zumindest sich verschieben, dass das ein gleitender, das ist immer so der schöne Ausdruck, ob das dann nur gleitend oder doch irgendwann abrupt ist, will ich nicht sagen, aber dass man das jedenfalls wählen kann. Und dann ist die Regelaltersgrenze eigentlich eine Finanzgröße.
die dann also sagt, das ist das Niveau. Und wenn wir, wenn wir dann über Regelaltersgrenzen, Heraufsetzungen reden, meinen wir eventuell, oder ist der Effekt dessen, was wir meinen, dass wir eigentlich auf eine Verringerung des Rentenniveaus hinausgehen. Und das geht immer noch nicht für sehr viele, insbesondere für sehr viele Frauen nicht. Weil wenn man unter 1200 rutscht, im Rentenzahlbetrag, dann bedeutet das zumindest in Großstädten in den allernächsten Zeiten Wohngeld plus Grundsicherungsbezug. Und das ist eine ziemlich gute Größe für Frauen, 1200. Das ist noch nicht einmal unten. Und also das heißt, wir müssen bei dieser Festsetzung sehen, ob wir damit eigentlich sehr viele Menschen in zwei andere Systeme hineinziehen, die dann nochmal die Bedürftigkeitsprüfung machen, oder ob wir das verhindern können, indem wir die Anreize Richtung längerer Erwerbstätigkeit stützen und einfach diese abrupte Sache mit 65 ist Schluss oder jetzt eben mit 67, dass dieses so langsam durchlöchert wird und die Menschen aber Wahlmöglichkeiten haben. Die Arbeitgeber können Angebote machen und sagen, kombinier doch aber deine Erwerbsarbeit mit dem Rentenbezug. In drei Jahre lang hast du deutlich mehr und fertig. Denn die Abschläge, die zahlen musst, die kompensierst du dann einfach. Und diese Verschiebungen, die sollten wir auch bei diesen Rentenprognosen, sollten wir irgendwie mehr einbeziehen. Ich kann das in den Dimensionen nicht einschätzen, das wohlgemerkt. Aber ich glaube, dass da im Moment wirklich nach dieser Hinzuverdienstgrenzenänderung, die ja jetzt erst kommt, dass da wirklich was ins Rutschen gerät. Mhm. Und das ist richtig interessant, dass wir nicht nur ein technisches Finanzierungsproblem haben, sondern wir haben ein Lebensgestaltungsproblem. Wie sieht diese Zeit aus zwischen 60 und 70? Und das kann sich wirklich ändern in dieser Kombination aus neuen gesetzlichen Regeln und der entscheidende Punkt, die Umdrehung der Machtverhältnisse am Arbeitsmarkt. Ohne das wird es nicht gehen. Die Unternehmen brauchen die Leute auch, weil sie ansonsten nicht wissen, wie sie ihre Aufträge abarbeiten sollen. Ich würde jetzt gerne zwei oder drei Fragen aus dem Publikum reinnehmen und dann sozusagen nochmal zur Runde zurückgehen. Frau Schulte, ja, hier läuft ein Mikrofon herum. Ja. Ich habe das Mikrofon. Ich komme zu Ihnen. Ja, danke. Sie haben ja viel über die Basis der Beitragszahler geredet und über die Verbreitung dieser Basis, über Immigration, über Ausweitung der Frauenerwerbstätigkeit und anderes. Mich würde interessieren, was ist mit den Beamten, was ist mit Selbstständigen, was ist mit Vielverdienern oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze? Wären das Instrumente, die in Ihren Augen völlig unrealistisch sind oder die nichts bringen? Oder also da ist bis jetzt überhaupt nichts verlautet? Ja, ich habe hier vorne noch eine Meldung gesehen. Ja, ich will mich nicht in die Zahlenschlacht stürzen, das können die Herren auf dem Podium und die Damen bestimmt besser, aber mir schien doch das, was heute Morgen schon mal angemerkt ist, dass irgendwie man auf dem Auge der Frauen etwas blind war, nämlich dass man nicht berücksichtigt hat, dass viele nicht einzahlen konnten. Ich denke, dass da ist auch unsere Familienministerin, die heute Morgen gesprochen hat, auch etwas weiter als Herr Kurt, die auch schon zugestanden hat, dass sie in Richtung bedingungsloses Grundeinkommen gehen will, was die Grünen fordern, als Grundlage, aber dass jedenfalls nicht anerkannt ist, warum so viele Frauen in Altersarmut sind, dass sie nämlich nicht einzahlen konnten. Und Sie haben das so dargestellt, Herr Kurt, hat mich sehr gewundert, das wäre immer noch weitgehend akzeptiert. Also da lebe ich offenbar auf einem anderen Kontinent als Sie. Das ist meines Erachtens nicht mehr einfach so akzeptiert, wie auch Frau Rosbach sagte, ja, wenn man einzahlt, der kann natürlich auch mehr kriegen. Dass das viele nicht einzahlen konnten, weil sie sich der Care-Arbeit gewidmet haben, insbesondere Kinder, das ist da völlig ausgeblendet und das finde ich nicht gerecht. Das geben wir erstmal beides zurück ins Podium. War das Thema.
Wer will zuerst? Ich würde gerne ja mit den Beamten dann vor allem auch und den Selbstständigen anfangen. Und Sie können sich vorstellen, dass bei Beamtentum ich im Glashaus sitze. Kritik, die ich an der Rentenpolitik äußere, wird häufig so zurückgespiegelt und sagt, ja, was interessiert Sie das eigentlich? Ich gebe da mal kurz zu Protokoll, auch ich habe, und bis man Professor wird, ist man sehr lange sozialversicherungspflichtig beschäftigt, einen nennenswerten Teil meiner Altersvorsorge von der gesetzlichen Rente zu erwarten. Beamte ins Rentensystem einzubeziehen, könnte man machen, und zuletzt habe ich geschrieben, sollte man machen, um genau solche Diskussionen runterzukochen. Ein System aus einem Guss, wo wir nicht jedes Mal, wenn wir eine Reformdiskussion anfangen, dann bei denen, die betroffen sind, das Gefühl erzeugen, wir sind die Dummen. Warum wir und warum nicht andere? Das wäre, glaube ich, ein Riesengewinn. Man darf sich an der Stelle aber bei eins nicht täuschen. Finanziell für das Rentensystem ist da auf Dauer überhaupt nichts mit zu gewinnen. Wir haben schon darüber gesprochen, dass unser Rentensystem äquivalenzmäßig Beiträge relativ stur in Rentenansprüche umsetzt, ohne Umverteilung. Das könnte man ändern, wenn man die Beitragsbemessungsgrenze beseitigt und dann aber keine Spitzenrenten zahlt, die sehr, sehr hoch werden können, sondern das irgendwie kappt. Aber da kommt, weil es tatsächlich nicht so wahnsinnig viele enorm hohe Einkommen gibt, für die Masse der Rentner, um aus den 340 Milliarden dieses Jahr plötzlich 400 Milliarden zu machen, um da wirklich einen Unterschied zu machen, das kommt da einfach nicht raus. Und genauso ist es, wenn wir alle Beamten einbeziehen. Das sind aktuell so knapp 2 Millionen, die zahlen dann zusätzliche Beiträge ein, aber eigentlich müssten dann auch die Pensionäre eine Altersversorgung aus dem Rentensystem bekommen, und die Altersstruktur der Beamten ist sogar noch ungünstiger als die der gesetzlich Versicherten und zwar der Aktiven und dann der Rentner. Aus zwei Gründen. Das liegt am Einstellungsverhalten des öffentlichen Dienstes so in den 60er, 70er Jahren. Und der zweite Punkt ist, Beamte leben etwas länger als der Bevölkerungsdurchschnitt. Ja? Eine Gruppe, die man auch einbeziehen kann und sollte in die gesetzliche Rentenversicherung, die Politik hat ein, zweimal dazu angesetzt, aber es ist noch nicht umgesetzt, das sind die Selbstständigen. Aber man sollte sie einbeziehen, vor allem deswegen, das haben wir anfangs auch gehört, weil da echte Versorgungslücken entstehen. Gerade bei den sogenannten Solo-Selbstständigen, das ist eine Beschäftigungsform, die mag dann legal sein, also keine Scheinselbstständigkeit sein, aber das sind Personen, die in einem harten Wettbewerb in sehr einfachen Märkten stehen, wo sie wahrscheinlich die Kosten, die sie kalkulieren müssten für ihre Altersvorsorge, am Markt gar nicht durchsetzen können. Das heißt, wenn wir da mit einem gesetzlichen Zwang reingehen und sagen, ihr müsst Beiträge in die gesetzliche Rente zahlen, würden wir da wahrscheinlich was Gutes tun, aber wiederum für die Finanzierung des gesetzlichen Rentensystems kommt da eigentlich nichts bei raus. Das ist so langer Rede, kurzer Sinn. Also, dass wir keine Bürgerversicherung haben, ist in anderen Zweigen. Bei der Krankenversicherung ist das tatsächlich verteilungspolitisch schwer begründbar. Bei der Alterssicherung ist es nicht so. Ja, dem kann ich, wenn ich darf, an der Stelle kann ich nur zustimmen. Also, wir haben uns ja sehr im Rahmen mit Bürgerversicherung auch in der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen damit beschäftigt. Ich also schon viele Jahre, und in der Tat sind Beamtinnen und Beamte ein schlechtes Risiko für die Rentenversicherung, weil die nicht nur ein bisschen, sondern erheblich länger leben und längere Rentenbezugsdauern haben. Und dazu kommt nochmal die Schwierigkeit, dass es eine ziemlich restriktive Rechtsprechung auch von verschiedenen Landesverfassungsgerichten, Bundesverfassungsgericht gibt, die also auf die besondere Fürsorgepflicht des Staates hinweisen und das besondere beamtenrechtliche Verhältnis. Das heißt also, eine einfache, analog zum Einkommen stattfindende Pflichtversicherung in der Rentenversicherung alleine würde gar nicht reichen, sondern man müsste zwingend noch eine Zusatzversorgung sozusagen obendrauf packen, die dann unterm Strich in Summe in etwa in dem heutigen Pensionssystem gleicht. Ich glaube aber, man sollte trotzdem eine Pflichtversicherung perspektivisch für Beamtinnen und Beamte machen, eben auch um legitimatorische Probleme damit zu lösen. Also eine Art Gleichbehandlung, aber das ist etwas, was ich möglicherweise gar nicht mehr selbst erleben werde. Ja? Also man muss ja auch wissen, die allermeisten Beamten sind, das sind ja keine Bundesbeamten, sondern sind Landesbeamte. Ja? Also da muss man erstmal alle 16 Bundesländer dahinter versammeln. Außerordentlich schwierig. Bei den Selbstständigen muss ich da nichts mehr ergänzen. Dann war jetzt der Hinweis nochmal, dass ja, viele Frauen gar nicht Beiträge zahlen konnten, beziehungsweise in familiären Verhältnissen mit Care-Arbeit oder reproduktiver Arbeit so eingebunden waren, dass sie keine eigenen Beiträge, jedenfalls nicht in nennenswertem Umfang, begründen konnten. Das ist halt für eine bestimmte Phase in der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere die Nachkriegszeit bis hinein in die 80er Jahre, das gängige Modell gewesen. Und
im Eingangsstatement hat Gundula Rosbach das ja ausgeführt, dass Frauen bei ihrer Heirat, meine Mutter hat das auch getan, geraten bekommen haben, ja, verkaufen Sie doch, also lösen Sie Ihre Rentenansprüche in Geld ein, dann kann man dafür eine neue Waschmaschine kaufen. Das war sozusagen das gängige Muster, das sich dann eben Zug um Zug gewandelt hat. Solche Veränderungsprozesse vollziehen sich ja immer sehr, sehr langsam. Es gibt einige Kompensationsmechanismen, wie zum Beispiel Anerkennung von Erziehungszeiten, um mal diesen Punkt nochmal zu betonen. Aber das ist, leugne ich ja gar nicht, dass es da eine Schieflage zwischen den Geschlechtern gibt. Der sogenannte Gender Pay Gap ist das eine, ist bei 20%. Der Pension Gap, also der Pensionsunterschied zwischen Männern und Frauen, ist doppelt so hoch, ist 40%. Ja. Und ich bezweifle allerdings sehr, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen, das wäre ja nochmal eine ganz andere Diskussion, da auch nur im Ansatz eines dieser Probleme lösen würde. Also ich weiß, dass die Lisa das gerne mag und ich finde, das ist aber alles eine recht illusorische Sache, die ich jetzt wirklich nicht vertiefen will. Das führt zu nichts irgendwie, wenn man auf der Ebene jetzt da weitermacht, glaube ich. Danke, dann nehme ich das andere. Ich würde auch noch mal sagen, die Österreicher haben das gemacht mit den Beamten. Die hatten eben aber eher aufgrund dieser gesellschaftspolitischen Debatte alle in ein System, das ist ja, finde ich, die eine Ebene, die haben das mit reingenommen, die haben jetzt 50 Jahre Übergangszeit, weil die Beamten im Grunde genommen das, was sie bisher dann auch an Anwartschaften hatten, das wird fortgeführt und auch in der entsprechenden Höhe. Nur, man hat eben gesagt, man möchte ein System, aber man hat unterschiedliche Berechnungsmodalitäten da auch für die Beamten. Und es würde für die Rentenversicherung jetzt auch in den Babyboomer-Jahren also keinen, sagen wir mal, finanziellen Anreiz bieten, also um zu sagen, man hat da Entlastung. Anders sehe ich das noch ein bisschen bei den Selbstständigen. In der Tat haben wir viele Selbstständige, wir sind in Europa die Einzigen, die die Selbstständigen nicht Rentenversicherung oder altersversorgungsmäßig abgesichert haben. Und wir merken das in der Diskussion über die digitale Welt, weil viele jetzt auch so splitten. Die machen Teilzeit in sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung und dann daneben, vielleicht als Hobby, gucken sie die Influencer an, gucken sie Leute, die digital arbeiten, die so ganz kleine Klick- oder Crowdworker sind und vielleicht das auch irgendwann als Geschäftsmodell ausbauen. Die sind dann darüber nicht versichert. Und da erleben wir schon, dass das auch schwierig ist, für die Menschen dann so stetig vorzusorgen, weil in der Tat, es ist nicht als Pflicht ausgestattet, dementsprechend auch bei keinem eingepreist. Und da reden wir weniger von den Unternehmern, die ein Unternehmen aufbauen, sondern ich nenne die ja immer so Arbeitskraftunternehmer, sprich die irgendwas ausfahren, das Auto leasen und dann quasi als Fahrer unterwegs sind, aber das selbstständig und eigentlich wenig übrig bleibt. Da sollten wir sehen, dass wir zumindest, meine ich, persönlich die jungen Selbstständigen, die reinwachsen, dass man zumindest denen für die nächsten in 40 Jahren eine Perspektive gibt, dann bist du abgesichert. Bei allen, die jetzt so dazwischen sind, muss man sich eben fragen, wie kann sowas ausgestaltet werden. Aber das ist, wie gesagt, da sind wir einmalig in Europa. Und zu den Frauen ist eben so, wie Herr Kurt auch nochmal sagt, wir kommen aus dem anderen, aus diesem Versorgermodell. Deswegen gibt es aber auch bei uns so etwas wie eine Hinterbliebenenversorgung. Deswegen haben wir ja gerade für viele Frauen, die dann nachher die Witwenrente bekommen, neben ihrer kleinen Rente, ist ja in Deutschland immer noch so, dass die Frauen deutlich länger leben und dann eben da einen Anspruch haben. Auch da überlegt man ja jetzt, ist das noch gerecht oder macht man ein Rentensplitting? Von Anfang an werden Ansprüche in einer Ehe geteilt. Das sind jetzt, ich sag mal, die moderneren Ansätze, weil man sagt, jeder hat seine eigenständige Alterssicherung. Das war aber nicht das Modell vor 50, 60 Jahren. Aber wir haben natürlich jetzt die Rentnerinnen und Rentner, die vor 50 Jahren, vor 60 Jahren in ihren Beruf oder auch in ihrer Heiratserstattung gestartet sind. Und die können sie hinten drauf nicht alle reparieren, alle Lebensmodelle oder Lebensverläufe, die aus ganz anderen Kontexten entstanden sind. Das merken sie aber dadurch, dass die Rentenversicherung so eine langfristige Angelegenheit hat, muss ich immer gucken, was kann ich nach vorne gestalten und was muss ich nach hinten reparieren. Und sie können nicht alles reparieren. Und deswegen haben wir aber so unterschiedliche Modelle, die wir fahren. Manches wird dann als so ungerecht empfunden, dass man sagt, das muss ich nach hinten reparieren.
Da reden wir so über das, was wir mit der Mütterrente gemacht haben. Da wurden ja keine Beiträge damals gezahlt, aber gleichwohl hat man gesagt, das wollen wir politisch reparieren. Kostet dann aber immer sehr, sehr viel Geld in der Rentenversicherung, müssen die Beitragszahler dann eben auch mit erwirtschaften. Wenn ich da direkt anschließen darf, also das ist doch eigentlich schade, dass wir einfach unfähig zu sein scheinen, eine Reform zu machen, die die Verhältnisse rein auf der monetären Ebene nicht wesentlich ändert, aber alle Bevölkerungsteile in ein System hineinbringt und dafür irgendwie mal eine gewisse Klarheit und ich nenne es mal das Wort Ordnung da hineinbringt. Sehen Sie jetzt, wir haben jetzt eine, der Grund, warum das sinnvoll wäre, ist folgender. Jetzt schreibt die Bundesregierung, man hat einen Koalitionsausschuss, das steht da drin, der Bund wird seinen Beamten auch die 300 Euro zahlen, weil wir das jetzt den Rentnern zahlen. Ja, dann müssen es aber auch die Länder zahlen und die haben mehr Beamte. Und dann geht da das Kickhack los, wer zahlt und wer nicht. Und man muss für jede einzelne Gruppe das machen. Und die Selbstständigen, da ist dann wieder die, wie die jetzt mit der Preisgeschichte umgehen sollen, das weiß man gar nicht, weil die auch nirgendwo so richtig erfasst sind. Und soll es der Bäcker oder der Großbäcker, der Kleinbäcker, das muss jedes Mal neu entschieden werden, weil es keine, ich nenne das jetzt wirklich mal bewusst, moderne, systematische, allgemeine Versorgungsleistung für alle gibt, die sagt, wir sind erfassbar. Wir haben nicht alle Adressen aller Menschen, die wir sagen, deshalb können wir kein Klimageld zahlen. All solche Unsinnigkeiten, dass man die nicht mal sagt, wir machen eine Art Verfassung, also sage ich mal sozialpolitische Verfassungsreform, die sagt, wir müssen Dinge tun, die nicht dem Einzelnen nun unmittelbar mehr Geld in die Hand spülen, was sonst eigentlich immer das Motiv ist, sondern wir müssen einfach diesen Laden zusammenführen. Und dann könnte man das mit den Beamten machen. Nicht, man muss ja nicht mit den Alten Beamten anfangen. Mal fangen mit den Neuen an, genauso wie bei den Selbstständigen. Wir sagen einfach, die unter 30 sind, die fangen, mit denen fangen wir an. Bei allen anderen wird es gleich. Und bei den Beamten gibt es neben der gesetzlichen Grundversicherung, gibt es auch nach wie vor ein Alimentierungssystem, das die verfassungsrechtlichen Vorgaben erfüllt. Es ändert sich also letztlich gar nichts, aber wir machen eine Reform. Und dieses, also wenn ich das so gegen Ende der Veranstaltung so langsam sagen darf, die Idee der Bürgerversicherung gibt es ewig. Die Idee, dass Frauen die Möglichkeit haben, einzuzahlen, auch wenn sie nicht erwerbstätig sind, ist Anfang der 80er Jahre durchdacht worden, indem man sagt, alle müssen einen Mindestbeitrag zahlen, alle. Und wenn man da das Geld nicht hat, aus der Familie heraus oder so, dann muss es irgendeine staatliche Unterstützung geben. Die Kindererziehungszeiten werden auch aus dem Bundesetat bezahlt, das sind 16 Milliarden. Dann kann man auch einen Mindestbeitrag für die Leute, die gerade Care-Verpflichtungen haben, über die 3 Jahre hinaus und so weiter, kann man finanzieren. Wenn man das wollte, dann hätte das eine systematische Sache. Alle Vorschläge in der Rentenversicherung sind mehr oder minder so alt und es passiert gar nichts. Und irgendwie, du sagst ja schon, dass du das nicht mehr erlebst, wahrscheinlich hast du recht, aber irgendwie, das ist doch komisch, dass wir da nicht rauskommen. Applaus. Schönes Schlusswort, finde ich, aber vielleicht erleben wir es alle nicht, aber vielleicht gibt es ja zumindest den Beginn einer, weiß ich nicht, wie auch immer gearteten Bearbeitung. Beim Klimageld ist es ja wirklich akut, dass es nicht möglich ist, Leuten direkt Geld auszuzahlen. Da fragt man sich schon so, warum eigentlich, in welchem Staat leben wir. Aber das wird ja jetzt von der Regierung bearbeitet, vielleicht wie auch ein paar andere Probleme, vielleicht haben sie auch noch eine Legislaturperiode Zeit, werden wir alles sehen. Ich wollte mich bedanken für die spannende und interessante und lebhafte Debatte bei Ihnen auf dem Podium und bei Ihnen im Publikum.